So, Freunde der Sonne, it's Podcast Time. Oh. Herzlich willkommen zum Now Podcast, der Podcast für Pure Knowledge and Dicks. AKA Lifestyle-Themen. We are back. Haben back wir uns heute game. Ein bisschen abgestimmt, dass wir heute mal nicht schwarz, sondern grau machen, noch so ein bisschen, so Grautöne. Das ist ja jetzt Winterzeit oder Herbstzeit wird jetzt, da muss man mal ein bisschen Farbe zeigen. Ja, hast du recht. Bisschen hübsch rausgehen. Ist das deine Abteilung so hier, Laubfeld runter, also man geht spazieren, riecht alles so ganz komisch nach Igel. Nein, ich find's scheiße. Die Reifen drehen in jeder Kurve durch. Mit Dampfbremse immer zum Einkaufen. Oh ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Leute an dieser Jahreszeit finden. Also ich gar nichts. Ich bin mehr so der Sonne-Typ. Sonne, so gute 30 Grad. Also lieber 40 Grad und richtig brennen als so ein bisschen Regen. Vor allem, wenn ich habe ja einen Hund. Und wenn du bei so einem Wetter mit diesem Tier raus musst. Das ist vorher Arbeit, das ist zwischendurch Arbeit, das ist danach die ganze Zeit Arbeit. Vor allem, wenn der dich dann nur anguckt, wenn es so regnet, sagt so, nee, eigentlich. Gar keinen Bock. Eigentlich kannst du gehen, ich bleib so lange hier. Ja, ich kann auch hier in die Ecke machen, denkt er sich. Ja, würde er tatsächlich, wenn er dürfte. Aber er hat ja gelernt, er soll rausgehen, deswegen muss er. Nee, bei mir ist es auch so ein bisschen so. Also ich würde prinzipiell immer behaupten, lieber 3 Grad und Sonne. Ja. 3 Grad und Regen und für alle Gradzahlen zählt das. Also bin ich bei für mich ist scheißegal, wie Grad wir haben. Hauptsache die Sonne scheint und es ist definitiv kein Regen, weil Regen ist halt einfach, auch Fieselregen ist halt Abfahrt. Fieselregen ist das Schlimmste. Ich weiß früher noch immer so Fußballtraining, wenn so Vorbereitung war und dann hattest du so Regen aus jeder Lage, wie bei Forrest Gump, von oben, von der Seite, von unten. Ja, ja. Boah. Ekelhaft. Widerlich. Ekelhaft. Naja, so, wollen wir nicht über das Wetter reden? Was haben wir heute für Themen? Wollten wir nicht irgendwie eine Top machen für Sci-Fi-Action? Können wir machen. Und hast du schon Squid Game schon angefangen? Hast du geguckt? Angefangen, aber nur erste Folge bisher. Hier sollen wir schon mal Revue passieren, erste Folge. Obwohl, ich habe schon mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auseinander dividiert. Eben, das glaube ich nämlich bei doch, die erste Folge kriege ich auseinander dividiert, weil da muss ich mir den... Aber Squid Game haben wir auch schon... Oh nee, wir hatten Squid Games. Also wenn ihr das ein bisschen anders schreibt, dann da könnt ihr bei Google ganz tolle Ergebnisse... Da hat man eine ganz... Ganz tolle Geschichte. Ja, ja. Was, bei Google oder? Nee, bei Squid. Aber gut. Ja, ich hätte auch jetzt was. Vielleicht, egal, anderen. Auf dem anderen Podcast-Channel. Das fängt auch mit You an, aber endet anders. Ja, Mann. Der Kanal. Na gut. Worüber sollen wir reden? Also ich habe auf jeden Fall lustigerweise, weil wir schon sehr lange nicht mehr verliehen haben, eine Barbara der Woche und aber auch gleichzeitig die königliche Barbara der Woche. Beide gleichzeitig. Und nach mit einem kleinen Überraschungseffekt. Machen wir beide hintereinander. Gehören die Geschichten zusammen, oder? 100%. Dann feel free. Also, der Barbara der Woche, ich fange besser so an. Einer meiner Top 10 Filme of all time ist der hier, Miami Vice. Michael Mann gefällt mir einfach, geil, alles gut, schmeckt. Vor 2 Monaten habe ich gehört, dass eine neue Edition davon rauskommt, nämlich dieses Mediabook hier. Alles sehr schön und sehr fein. Ein Amazon-Exclusive-Cover sogar, was ich besser fand als das Original-Cover. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es mir bestellt. Es kam an und der Director's Cut ist da drauf, das erste Mal deutsch synchronisiert. Das heißt, man kriegt sogar 7 Minuten mehr Film, was man vorher noch nicht gesehen hat. Weil die alte Blu-ray habe ich und ich habe sogar irgendwann mal bei Apple TV gekauft. Also ich habe also jede Version, die jemals released wurde. Ja. So. Kollege war da. Was soll man gucken? Miami Vice kenne ich noch nicht. Ist so perfekt. Wie kann man denn Miami Vice? Egal, anderes Story. Ja, anderes Story. Lass doch einfach mal machen. Wir legen diesen Film ein und du weißt, Michael Mann hat ja so eine gewisse Art, Filme zu darzustellen, weil er alles sehr realistisch darstellt und auch zum Beispiel, wenn du dich an die Disco-Szene am Anfang erinnerst oder wie die auf diesem Dach da ein bisschen stehen, da ist ja nur natürliches Licht von der Stadt. Dementsprechend ist es halt auch sieht's ziemlich... Sieht halt so aus, wie es aussieht. Genau, es ist halt sehr grainy, es ist halt sehr, nicht verpixelt, aber sehr grain, also so ein ganz, ganz krasses Filmkorn. Ist halt stilistisches Mittel, fand ich bisher, hat mich das nicht gestört, ist auch, finde ich, macht das Ganze authentischer. Kannst besser die Szene einfühlen, so. Genau, finde ich, ist es auch ein bisschen authentischer. Aber was hier los war, der Kollege und ich, wir saßen da, es sah aus, als ob irgendjemand diesen Film, ja, und gerade diese, also vor allem, es fängt ja mit der Director's Cut Szene an, helle Bootsfahrt und so, bei dem Video, mit dem Musikvideo zu dem Jay-Z-Song, mit Linkin Park zusammen, den die für den Film gemacht haben, waren diese Szenen alle drin und ich habe mich immer gefragt, warum sind die nicht in dem Film drin? Na gut, habe ich gesagt, manchmal verfallen ja so Szenen, aber jetzt habe ich gelernt, es ist eine Director's Cut Szene, das heißt, alles cool. Der Film fing an, Director's Cut, hell, alles nice, auf einmal geht diese Szene los, wo die im Dunkeln sind und ich dachte, ja, jetzt kommt dieses Grain.
mein, also ist ja jetzt auch nicht so, dass ich den schlechtesten Fernseher der Welt habe. Nein. Aber das war, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Es war nicht so, dass das, der Fernseher, der konnte dieses Bild nicht darstellen. Das war, das war, ich habe auf dem Handy ein Foto, mein Handy ist jetzt natürlich nicht hier, das ist da hinten, aber ich guck mal, ob ich das noch habe. Das, wenn ich dir das Bild zeige, dann denkst du, das hätte irgendjemand da irgend so ein... Also fünf Topflappen an die Wand geschmissen. Nee, aber so ein Sci-Fi irgendwas, weil da nur so weiße und grüne Pünktchen da drin waren. Okay. Und die waren so, kennst du das manchmal, wenn man so früher 3D-Figuren so in irgendeinem Film künstlerisch darstellen würde? So, du hast nur diese Umrandung gesehen. Das war wie diese, kennst du diese Metall viereckigen, ich weiß nicht genau, was das sind, da sind so Nadeln drin und wenn du das durchdrückst, dann siehst du das. Genau so sah das aus. Vollkommen geisteskrank, vollkommen kaputt, Junge. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? So, und jetzt ging der Barbara der Woche nämlich los, weil ich habe gesagt, pass auf, das ist jetzt ein 24-Euro-Produkt, aber irgendwie der Mehrwert, ich will es jetzt nicht einfach nur nochmal neu kaufen, sondern ich schreibe Kochfilms, die das ja quasi vertrieben haben, auch wenn es ein Amazon-Exclusive-Cover war, die haben es ja produziert. Ja? Ich schreibe denen einfach mal eine E-Mail, pass mal auf, ich habe hier Probleme, Miami Vice, ich konnte da keinen Anhang dranhängen. Jo, kam eine Info, kam direkt eine E-Mail, ich will es ein bisschen abkürzen. Kam eine E-Mail zurück und der Dude sagte so, jo, pass auf, hier ist der Beep, 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 ausgebliebt. Ich verstehe, worum es geht. Könntest du uns denn ein paar Beispiele bringen? Dann habe ich direkt geantwortet, habe gesagt, jo, pass auf, hier, ich habe dir mal zwei Bilder angehangen, das geht gar nicht. Ich verstehe, was Filmgrain ist, habe ich gesagt. Ich verstehe die Intention von Michael Mann, dass das grundsätzlich so ein bisschen aussieht. Aber, und diese beiden Bilder, Junge, wenn du die siehst, denkst du, das ist ein völlig anderer Film. Da ist irgendwie richtig was im Arsch. Das ist einfach defekt seit 3000. Und pass auf, ich hatte sogar noch, weil ein Kollege, der den Film ebenfalls feiert, sage ich mal, ein relativ ähnliches Setup zu Hause bei sich hat, habe ich gesagt, Dicker, hol dir mal bitte den Film. Oder guck mal, wer ich dir gar nicht sagen. Ich so, pass auf, da ist so eine Edition erschienen, hat er sich die direkt geholt. Ich so, check mal, sieht das bei dir auch so behindert aus? Und dann hat er mir halt ein Video geschickt direkt und sagte so, nee, also das ist normale Grain halt. Da ist jetzt kein, der hat auch wirklich einen Sony 4K oder auf jeden Fall einen guten 4K-Fernseher. So, der Dude, habe ich gesagt, okay, habe ich ihm das zurückgeschickt, dem Typ von Kochfilm und so? Und dann sagt er zu mir, und schreibt er mir so eine lange E-Mail. Dann kriegt Zeit wirklich, genommen, ja? Ja. Oder ist nicht so eine wie hat, so eine automatisierte Antwort, ja, danke, ist eingegangen, wir melden uns. Eigentlich war es das, ja, weil er hat zwar selber geschrieben, aber er hat mir geschrieben so, wirklich von oben bis unten erklärt, ja, also der Regisseur, der macht ja extra so Filme, die so ein bisschen grain sind. Und das ging die... Dicker, so weit bin ich schon. Gib mir eine Lösung für das Bild. Ich schwöre bei Gott, das war das, was ich die ganze Zeit dafür gedacht habe. Ich so, ey, pass mal auf, du Otto. Da fing der an. Hast du jetzt hier mal ein Bild beschrieben, was ich dir geschickt habe, oder? Ja, versuch doch mal bei dir den Filmmodus vom Fernseher anzumachen. Alter. Ich so, Junge, willst du mich jetzt verarschen? Was willst du von mir? Dass sowas nicht direkt im Spam landet. Er mich dann auch geduzt, ich den natürlich direkt gesiezt wieder. Ich so, hören Sie. Pass mal auf, Stefan. Ich so, pass mal auf, mein Freund. Es ist schon schlimm genug, dass wir wegen 23 Euro und aus eurer Sicht 3 Euro, weil mehr wird ja so eine Produktion von so einer Disc nicht kosten, ja, dass wir jetzt so lange darüber sprechen, ist schon quasi teurer. Deine Arbeitszeit und meine Lebenszeit ist teurer. Seine als vielleicht Produkt. Nicht, aber deine auf jeden Fall. Ich so, du alter Bastard, weißt du, so im Sinne von was nee, ich hab doch noch genau Sie das, alter was du, Bastard. Genau, das, was du wirklich in der längsten E-Mail des Jahrtausends dahin gewichst hast, ja, habe ich dir eben in 3 Sätzen erklärt und offensichtlich hast du ja nicht verstanden, dass ich durchaus weiß, was die Intention des Regisseurs ist. Ich weiß, wie solche Filme gemacht werden und ich weiß auch, dass du diesen Text einfach aus einem Forum, was ich zufällig kenne, rausgeholt hast. Geil, Alter, geil. Warum verschwendest du deine Zeit damit? Jedes normale andere Unternehmen, wer darauf erpicht, sein 3-Euro-Produkt einfach und die Meinung oder einfach einzutauschen oder und so dafür Fan-Paket, direkt, ja. Dafür gab es direkt den Barbara der Woche, du Bastard. Für dich Koch, Medien. So, dann, wir sind ja fair beim In-N-Out-Podcast, um es kurz zu Ende zu führen, schreibt er mir, können wir sich vielleicht anrufen? Nein, habt ihr telefoniert? Habe ich gesagt, alles klar, hier ist meine Nummer. Ruf nämlich direkt an und hallo, ich hallo Thomas, mal. Hallo, alles klar. Und dann wieder aufgelegt. Es ist schon wieder Freitag und es ist wieder diese Hotline. Aber nein,
Ende vom Lied war, es war ein gutes Gespräch. Er sagte, das war ein Missverständnis. Er wollte das nur noch mal so erklären, warum das so ist, weil nicht jeder das so weiß. Und woraufhin ich gesagt habe, ich so, ja, aber ich habe doch davor geschrieben, also, dass ich durchaus verstehe, was der Regisseur will und hin und her und dies und das. Und er wollte dann eigentlich nur rauskriegen auch noch, ob das eventuell bei allen Discs ist und so. Und dann habe ich gesagt, nein, auch da habe ich geschrieben. So, der Kollege hat es auch ausprobiert in seinem Setup und das hat wunderbar funktioniert. Ich glaube einfach, dass es eine fehlerhafte Produktion ist. Dann wollte er noch so ein bisschen Link, ach so, das ist bei Amazon gekauft, dann muss es da umtauschen. Dann sage ich, ja, nee, ist ja nicht so, dass Amazon das geliefert hat und da irgendwie ein Knick im Cover drin ist, wo ich sagen könnte, auf dem Transportweg, wofür die verantwortlich sind, sondern es scheint ja offensichtlich ein Produktionsfehler dieser Disc zu sein. Dementsprechend wende ich mich an den, der die produziert hat, ja, also an euch. Mhm. Ja, musste ich auch nochmal erklären. Aber am Ende des Tages war es ein cooles Gespräch, eigentlich viel zu lang und viel zu viel Hustle-Wustle, aber deswegen gibt es auch die gute königliche Barbara für Kochfilms, weil sie am Endeffekt dann sich Mühe gegeben haben, es doch zu lösen und mir eine geschickt haben und die am Montag ankommt und ich soll dann auch nochmal berichten, okay, ob es denn cool nun funktioniert also oder nicht. Euch noch mal so ein bisschen haben wir uns quasi wieder lieb. Aus der Bredouille fast gerettet. Ein bisschen zu lang die Story, aber es waren halt auch zwei Barbaras und ich musste ein bisschen ausholen und am Ende des Tages bin ich zufrieden, weil es echt ein cooler Film ist. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann könnt ihr auch jetzt ausschalten, weil dann seid ihr hier falsch. Ist so. Das darfst du doch so ist nicht so sagen. Ist so. Ist aber so. Ey, cool, dass die sich so ein bisschen Mühe gegeben haben. Also ich kenne am Ende des Tages. Ich hätte auch noch zwei Kundenstories, aber die sind auch noch nicht zu Ende. Vielleicht kann ich die nächste Woche mal erzählen. Okay. So ein Ausgang von so einer Story kann ja auch entscheiden, ja, ob es ein guter ist. Ich versuche einen Artikel zu erwerben. Ich sage noch nicht welchen, aber es ist ein etwas teurer und schwerer Artikel. Also das heißt, es muss jemand anliefern und die Anliefersituation ist etwas diffus. Oh oh. Und ich versuche jetzt seit bestimmt 2,5 Wochen diesen Scheiß zu kaufen, aber irgendwie kriegen die das nicht auf die Backe. Wahnsinn. Ich habe jetzt noch 2-3 andere Player eingeschaltet, die ein ähnliches Produkt an den Start bringen, aber die kommen auch nicht so wirklich aus der Reserve. Kannst du fast ein bisschen an dir liegen und deiner Request. Dein Request ist vielleicht ein bisschen zu tief. Ey, mir ging es nur um 2 Fragen. So, bestelle ich jetzt über sie die Konfiguration, über die Online-Maske und wie sieht es mit der Anlieferung aus? So, kriegt ihr das hin und was kostet es? Mehr nicht. Die 2 Fragen. Haben wir bisher noch keine beantworten können. So wirklich zufriedenstellend. Mit, okay, da bin ich schon fast mit Produktabschluss. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und vielleicht wird das Story für nächstes Mal. Schon mal als kleinen Teaser, dass bei In-N-Out Podcast auch was, was abgehen könnte. Nice. Womit machen wir weiter? Ey, wollen wir Squid Game erste Folge mal kurz reviewen? So? Okay, ist das nur was? Die erste Folge. Also der Hype-Train war ja schon aus meiner Sicht sehr tough da. Also ich habe schon jedes zweite Bild in meinem Insta-Feed war entweder jemand in einem Halloween-Kostüm von Squid Games. Oder irgendein oder Meme. Oder Meme oder irgendwas geht los. Geht richtig durch die Decke. Ben Baller sieht halt aus wie der Hauptcharakter, dementsprechend hat der auch alles, alles gegeben. Viel gepostet in der Hinsicht. Auch mit einer der teuersten Produktionen von Netflix ever. Ja. Ich meine schon, die haben da richtig Asche reingepulvert. Ich weiß jetzt keine Zahl mehr, aber ich meine, ich habe irgendwas gelesen. Ja? Okay. Da ist richtig Geld reingesetzt. Die erste Folge war auf jeden Fall nicht teuer. Nee, aber wir sind halt relativ viele Statisten draufgegangen, sagen wir mal so. Ich finde es interessant bisher. Ich finde es noch nicht so den Oberhype, aber wie bei vielen Serien, manchmal muss man ja so 2-3 Folgen sehen, um zu wissen, was so geht. Ich verstehe, glaube ich, das Prinzip davon. Leute, also logischerweise, die sehr verschuldet sind, bekommen eine Chance, an einem mörderischen Spiel teilzunehmen. Ja, vielleicht muss man nochmal ausholen. Also am Anfang wird ja erstmal erklärt, dieses Squid Game, es scheint ja irgendwie so ein asiatisches, keine Ahnung, Art von Völkerball zu sein, wo die wo die bestimmten Felder... Genau, das ist so ein Kinderspiel, darum geht es letztendlich. Und dann... Ah, stimmt, das hieß sogar so. Ja, das hieß Squid Game. Und irgendwo muss ja der Name herkommen. Und später haben sie dann quasi einen harten Cut gemacht und dann sind sie in die Lebensrealität von dem Hauptdarsteller oder Protagonisten eingetaucht. Der letztendlich irgendwie Zocker ist, irgendwie nichts auf Reihe kriegt, seine Familie nicht auf Reihe kriegt, sein Leben nicht auf Reihe kriegt, überall verschuldet ist. Bei Mafia der den wegklatschen Mafia will. Auf jeden Fall auch noch ein paar in der Kreide hat. So, und dann wird da irgendwie auch über ein Spiel, wenn du so willst, angeworben oder hat vorher eigentlich schon sein Herz und Nieren verkauft an die Wettmafia und wird über ein Spiel angeworben, ob er da teilnehmen möchte, mitmachen will. Genau, mit 500, ohne zu wissen, 500 worum es geht. Anderen. Ne? Genau. Und dann geht's los. Die befinden sich dann irgendwann irgendwo. Man weiß noch nicht, wo. Später klärt es auf. Ich habe schon ein Stück weiter geguckt. Okay. Obwohl am Ende von der ersten Folge weißt du auch ungefähr, dass es jetzt irgendwo am Arsch der Heide ist. Aber die finden sich halt alle da und es wird gesagt, okay, ihr könnt jetzt entscheiden, wollt ihr diesem Spiel noch teilnehmen, ja oder nein. Wenn ich will, kann es doch die Biege machen. Wir sagen euch nicht, was für ein Spiel es ist und es gibt Preisgeld, wir sagen aber euch noch nicht, wie viel es gibt. Genau, doch, haben die gesagt. Nee, haben sie nicht gesagt. Nee. Die haben nur gesagt, wer wie viel Schulden hat. Ganz genau. Und dann
geht quasi das erste Spiel los. Man muss vielleicht noch sagen, die Gegenseite, also die, die das Spiel austragen, haben alle Bose Soundsysteme Köpfe und entweder ein Dreieck, ein Viereck oder also irgendeinen Knopf vom PlayStation-Controller im Gesicht. Ja, kann ich mir ganz daran erinnern, aber ja, weiß ich aus den Bildern, die ich so... So ein Dreieck, ein Viereck. Und die haben auch alle wohl irgendwie eine andere Hierarchie. Danke nochmal, dass du mir ein Viereck erklärt hast. Ja. Also, Viereck ist so? So. Ich dachte, Viereck wäre so. So. So, ne, das ist eher ein Oktagon. Also. Mehreck. Ja. Polygon. Ja. Ja, und dann geht's erst, ja, dann geht's erst das Spiel los und dann... Also bis da war ich noch irgendwo so eine Mischung aus, ja, könnte was geben, ich bin interessiert, was passiert, weil letztendlich war ein relativ unspektakulärer Start. Und dann sind sie auf diesem Spielgame, bis der erste quasi, ich will es noch nicht spoilern, weggeklatscht wird, kann man so sagen. Ja, relativ derbe, aber auch nicht so derbe. Also und ja, also es hätte mehr gory sein können. Und da war ich, dann war der Punkt, wo für mich so ein bisschen der Bruch war, weil das hat mich so ein bisschen an Takeshi Castle erinnert, nur halt in real, also nicht real, blutig, aber so, blutig, genau, in gory, so nicht lustig, sondern in böse. Ist Takeshis Castle, war das asiatisch oder auch koreanisch? Japanisch oder koreanisch? Weil das ist ja aus Korea-Feder, ne? Also das ist so rein... Das Korea, wir haben auch gesagt, so... Deswegen auch Ben Baller so, weil er auch Koreaner ist. Und ehrlich? Dann, ja. Okay. Wusste ich gar nicht. Ja, also ich bin da nicht so im Thema drin. Ich total. Nee, ich glaube, Takeshis Castle war japanisch. Ja, ne? Ja. Schreibt ja auch schon, Takeshi ist ja Takeshi, ein japanischer Name. Okay, krass. Ja, also wie gesagt, genau. Das war auch genau mein erstes Empfinden irgendwie so. Ich habe jetzt auch endlich mal diese große Puppe verstanden, die am Anfang dann auch, wie gesagt, auf so vielen Bildern auch schon im Internet war. Und ja, so. Ja. Und ich bin gespannt, was passiert. Wir haben es jetzt noch nicht weitergeguckt, weil es sind so viele Serien und gestern dann Film geguckt und hin und her. Hat die Zeit gehabt. Momentan kommt viel raus, ne? Kommt sehr viel raus. Also wir gucken allein auf Apple 2 oder 3 Serien. Den Lasso habe ich jetzt schon durch. Ja gut, haben wir, genau. Ja. Das war die 4. die wir dort geguckt haben. Wir gucken dort Morning Show, wir gucken The Foundation, wir gucken See. Also sehen. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Würde dir gut sehr gefallen. Auch was in meiner Planung. Worum geht's? Voll. Ungefähr. Geht darum, hier der Aquaman-Dude ist mit seiner Fam irgendwie. Der, die Welt sind. Wie heißt er nochmal? Jason Moore. Moore, ja. Die Welt ist so, dass alle Leute. Also es spielt so ein bisschen. Ich glaube, es gab mal krasse normale Zivilisationen, alles, was wir so in ungefährer Form kennen. Das Problem ist, alle Menschen sind blind geworden. Okay, durch irgendwas? Mhm, durch irgendein großes Unheil und... Zu lange im Handy geguckt. Vielleicht, ja, das kann vielleicht die Message am Ende sein. Aber am Ende des Tages leben die halt so mehr oder weniger so ein bisschen so im Wald, also so back to the roots mäßig, so ein bisschen gar nicht mehr so... Also jetzt nicht also so ursprünglich? Ja, legen so ein bisschen ursprünglich, genau, so mit Fellen und eher so Zelte und so ein Shit. Jäger und Sammler-Style. Genau, sehr, sehr nice. Genau, und da gibt es halt verfeindete Truppen mehr oder weniger und es gibt ein Königreich, was von einer Königin regiert wird, die sehr, sehr strikt ist und asozial. Und es gibt tatsächlich, wie das dann oft so ist, zwei Menschen, es gibt erstmal zwei Menschen, die sehen können, also die wiedersehen können oder insgesamt sehen können. Ja. Und die gilt es dann, naja, mehr oder weniger zu beschützen. Die verarschen die ganze Zeit die anderen. Ja, genau. Aber sehr, 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 sehr aufwendig gemacht. Sehr, 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 also... Richtig Kohle. Apple, ja, Apple, also die machen jetzt keine Billo-Serie. Die haben ja auch ein paar Milliarden. Die haben auch ein paar Milliarden, Leben. So genau. Und dementsprechend können die sich das auch leisten. Aber es ist super aufwendig gemacht. Es ist sehr, sehr, also super gory. Alter. Okay, vielleicht ziehe ich mir das heute mal ein. So. Richtig, ich mal richtig Gehacke und so. Also da geht schon richtig steil. Wir sind jetzt gerade in der zweiten Season. Die erste war schon. Und die erste war schon super, super geil. Ja, und wie gesagt, wenn du so ein bisschen auf dieses Back to the Roots stehst und eher so auf deine anderen Sinne verlassen und wie die das auch umsetzen teilweise, weil ja, ist natürlich auch so, dass logischerweise in der Story sich einer gedacht hat, wenn die nicht mehr sehen, dann können die halt super krass hören. Und also die anderen Sinne sind so tough, ja. Super geil. Und das haben die halt auch geil umgesetzt und so. Und du musst ja auch sehen, wie spielt man jemanden, also wie spielen alle Leute, dass sie glaubwürdig auch blind sind in einer gewissen Form, aber ohne, dass das jetzt, sag ich jetzt mal, komisch aussieht, sondern dass die halt auch teilweise dann so... Laienhaft, sagen wir so. Ja, laienhaft oder auch mal richtige Schlachten oder also so ein bisschen inszenieren oder gut, weißt du so. Aber trotzdem, dass es immer noch glaubwürdig ist, dass die halt blind sind und nicht für den Moment sich denken, naja, die sieht jetzt aber nicht so aus, als ob jetzt zwei Blinde kämpfen, sondern die haben jetzt mal kurz dieses Blindsein abgeschaltet und geben richtig Gas oder so. Sondern das muss man ja dann auch damit reinbringen und so. Ne? Also auch wie die dann so überall langlaufen und mit ihren Waffen und Stöcken und so Wege suchen. Wie, also super geil gemacht. Wirklich, ziehst du mal rein. Klingt interessant auf jeden Fall. Sie, ja. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Ist, wie gesagt, war so der Kick-Off von Apple TV, als Apple TV Plus quasi auf den Markt kam. Gerade so war das die erste. Mit die ersten Serie von 2 oder 3. Ja.
Und also ich sag nur so, die erste war schon teilweise echt brutal und die zweite, da haben wir jetzt nur, obwohl es schon 6 Folgen oder so gibt, kommt immer freitags, haben wir nur 1 oder 2 Folgen geschafft. Oh, Junge, da Game over. Aber richtig Game Changer. Da haben die sich gedacht, okay, Alter, jetzt scheiß auf alles, Junge. Jetzt hacken wir alles ab, was am menschlichen Körper abzuhacken ist. Und zeigen das auch. Also, jawohl! Nicht so ein bisschen subtil mit mal so einer offenen Wunde oder so, sondern ja, richtig, einfach ja. Nur, krass. Junge. Schön, ja. Schön, dass also, es auch noch solche Serien gibt. Also ich bin ja eh Fan davon, wenn solche Darstellungen kommen. Auch, wenn, ja. Muss auch geil gecastet, weil Jason Momoa, Alter, so in diesem so dickes Fell drauf, Junge, und Achseln. Ja, sieht ja eh schon von Natur aus. Also, ich kann gerade sagen, der hat einfach nur ein bisschen die Behaarung nicht abrasiert, sondern hat die mal richtig sprießen lassen. Oh, richtiges Alpha-Gen, ey. Alter, Junge, richtiger Grizzly im Wald da am Rumlaufen und alles am Zermacken. Aber ist geil. Also wie gesagt, sehr, 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 sehr empfehlenswert. Falls ihr die auch noch nicht kennt, haben wir hier gerade nochmal eine kurze C-Review auch reingepackt. Gönnt euch. Falls ihr mal eine Serie braucht, fragt uns einfach. Genau. Wir haben viele gesehen. Wir haben viele, wenn nicht noch viele zu empfehlen. 100%. And more to come. Was haben wir denn noch am Start? Sci-Fi, Action. Action. Kriegen wir die zusammen jetzt? Top 3, Top 5, Top 10? Ich glaube, Top 10 auf keinen Fall. Aber Top 5. Sollen wir auch Top 3 machen? Ja, wie du willst. Na, ich will eigentlich. Wir können ja noch Honorable Mentions machen, also so die erwähnenswert sind, aber vielleicht nicht die 3 geschafft haben. In dem Genre. Ich habe zum Beispiel. Fang mal an. Okay. Sci-Fi-Action heißt ja, es kann auch außerirdische Form auf der Erde stattfinden, es kann aber auch sowas sein wie Star Trek, ne? Ist ja eigentlich auch Sci-Fi-Action. Ist auch Sci-Fi-Action, ja. Okay, also für mich... Event Horizon wird nicht gehen, ist zwar auch Sci-Fi, ist aber ein Psycho-Thriller. Ja, okay. Obwohl Sci-Fi, also ein Sci-Fi... Nee, ich würde nur runterbrechen, wie weit Sci-Fi gehen kann. Ach so. Also muss es jetzt theoretisch eine außerirdische Lebensform irgendwie... So ja, irgendwann Sci-Fi-Element haben. Also irgendwelche Technologie, die es nicht gab, irgendwelche Viecher, die es so eigentlich nicht geben würde oder aktuell noch nicht gefunden wurden. Irgendwas in der Richtung sollte es schon sein. Also irgendwas, was so einen Touch hat. Okay. Wenn es besondere Technologie ist, ist es ja auch schon Sci-Fi. Also so ein Elysium oder so, es geht auch in Sci-Fi. Natürlich. Action. Voll. Okay. Schwierig anzufangen. Ein Top 3 wird schwer. Ich könnte Top 5 anbieten. Mach 3, was? 3? Ja. Okay, auf Platz 3. Wir wollen nicht deine gesamte Lebensgeschichte Sci-Fi-Action-Filme sehen, hören. Boah, schwer. Ich hatte letztes Mal Predator genannt und ich bin nicht abgeneigt, Terminator 2 zu nennen, weil das für mich... Aber Predator haben wir, was haben wir letztes Mal gesagt? Das haben wir gesagt, das nehmen wir raus von den Actionfilmen, weil es ein Sci-Fi ist. Ja, deswegen müsste ich dann Predator eigentlich da auf die 3 packen. Ja. Aber ich... Traust dich nicht? Ich traue mich nicht, weil es einfach nur, ja, weil ich noch 3 andere habe, die auch so gut sind, aber ähnlich sind. Also deswegen Top 5. Ja. Aber egal, komm. Ich will, dass du diesen Disput in dir hast. Ja, der ist scheiße, Mann. Der ist scheiße. Hab ich mir gerade selber auferlegt, aber jetzt muss ich die Suppe auslöffeln. Hast du vollkommen recht. Geil, ey. Geißel, the bitch. Ich ruf's morgen schon an, Dicker. Ich habe so schlecht geschlafen. Das hat mich im Schlaf so zerfressen, dieser Disput. Wahnsinn. Und ich wollte noch mal unbedingt einen Platz ändern und so. Ja. Da ist mir noch was eingefallen. Können wir das noch rausschneiden oder das einfach nur einblenden? Boah, schwer, ey. Schwer. Mach aus dem Bauch. Du weißt, aus dem Bauch Entscheidung. Ja, dann fehlen natürlich welche. Immer das Beste. Ich entscheide mich gerade zwischen... Ich nehme Terminator 2. Ja? Der hat einfach seine Zeit und alles so krass geprägt. Ja, viele würden jetzt Avatar oder sowas auch schreien. Für mich... Auch ein unfassbarer Film und so. Und ich kann noch viele andere in dem Genre nennen. Wie gesagt, Predator und Schieß mich tot. Ich setze mich, Platz 3 ist bei mir Terminator 2. Okay. Das ist auch die Szene, für mich der bessere Terminator, wo der mit der Minigun dieses komplette Gebäude aus diesem Gebäude ballert und keinen einzigen Kopf rasiert. Ne? Ja, ja. Wo, weil die Ansage kriegt, du sollst nicht töten. Ja, ja gut, der schießt, glaube ich, ein paar Leute ins Knie und die werden alle überleben, aber das zählt ja nicht. Obwohl ich glaube, wenn er von so einem großkalibrigen Minigun-Geschoss getroffen wird, selbst ins Knie, dass du auch eher nicht so... Ja gut, weil wahrscheinlich das ganze Knie einfach... Das ist einfach alles weg. Das heißt, das ist eine Kriegswaffe, so das Feiern und so. Das wurde nicht konstruiert, um Teile von dir überzulassen. Das wurde nicht konstruiert zum Verletzen. Das ist ein reines Tötungsrasierwerkzeug. Genau. Okay, ja. Okay. Terminator 2 ist gar nicht auf dem Schirm. Nicht, weil ich Terminator nicht mag, aber Terminator rangiert komischerweise bei mir nicht so weit oben. Weil es auch nicht so geprägt, also 94 oder so kam der ja. Der erste war schon geil damals, aber der 94er, der war einfach von der Machart. Terminator 2 und so. Ist Feierabend. Da ist einfach wirklich so definitiv, das war so prägend. Da kommen immer wieder Special Editions raus, die wird immer noch gefeiert und hochgelobt. Also, das ist wirklich ein.
ja, ist Sci-Fi, die kommen ja aus der Zukunft. Ich würde auf drei, weil es mir auch direkt eingefallen ist, auf dem Weg hier, weil ich überlegt habe, wenn du dir diese Top irgendwie ausdenkst. Ich hatte auch kurz einen Disput, aber konnte das relativ schnell legen. Nimm ich Alien. Eins? Ja. Okay. Eins sogar, okay, krass. Ja. Er ist natürlich auch ein sehr prägnanter Film. Also der hat seine Zeit und heute auch. Ich meine, wie viel wird da noch draus fixiert? Bis heute, also Cameron ja sowieso, Endgegner Level 800, aber diese Kulisse, den Aufwand, den die dafür betrieben haben, aber auch diese Stimmung, die dieser Film hat, ist unfassbar. Letztendlich geht es ja nur darum, dass zwei Parteien irgendwo rumlaufen, es ist überall dunkel, das Alien killt alles und die anderen versuchen alles irgendwie... Alles so klaustrophobische Verhältnisse irgendwie so, ne? Das sind Spiel, auf dem Raumschiff. Spielt quasi die Urängste eines jeden so ein bisschen an. Die haben auch, die haben eine Farbklima da reingekriegt in diese Filme, dass, egal, immer wenn ich diesen Film gucke, es gibt nur diese Atmung in diesem Film. Kein Film, den ich sonst vielleicht auch vergleichbar gesehen habe, kriegt das so wieder konstruiert. Deswegen drei. Eigentlich könnte es höher rangieren, aber ich habe für mich auf jeden Fall noch zwei, die deutlich höher rangieren. Okay. Die Frage ist, habe ich den einen beim letzten Mal genannt? Wir haben gesagt, wir dürfen nicht. Ja, habe ich schon genannt. Hast du schon genannt. Aber das ist auch bei mir, glaube ich, relativ weit vorne. Wobei ich gerade überlege, ob ich das auf Platz 2 oder Platz 1 packe. Einfach, weil ich jetzt nicht so lange darüber nachgedacht habe, dass mir vielleicht noch andere einfallen. Es gibt nämlich viele Honorable Mentions, wie ich gesagt habe, die man ruhig erwähnen könnte und honorieren darf. Ja, Independence Day war super. Es gibt einfach so viele gute, ja. Selbst die neuen Star Trek-Filme fand ich ganz nice. Wir dürfen ja nicht vergessen, es geht um einen Sci-Fi-Action-Film. Ja, ja. Ne? Okay, ich packe Action auf Platz 2. Und eigentlich tue ich mit... Also, die 1 wird ein bisschen billig klingen, dass man das jetzt so sagt, aber das ist für mich aus erster Hand jetzt nochmal absolut bestätigt. Ich packe auf 2 die komplette Matrix-Trilogie. Geht das alle drei? Okay. Ich würde sagen, in dem Fall ja. Dann es ist ja ein geschlossenes System. Ja. Obwohl der jetzt der vierte kommen wird, dann vielleicht musst du dich dann nochmal revidieren. Vielleicht muss ich dann trotzdem... Obwohl, den Trailer haben wir letztens noch geguckt, den fand ich jetzt, das kann was geben, aber es kann auch der letzte Hundescheiß sein. Genauestens. Also ich sage ja bewusst Trilogie, insofern ist ja trotzdem auch nach dem vierten eine Trilogie. Dann haben wir die gleiche 2, wenn wir eine Trilogie auf 2 sind, weil ich hätte jetzt Matrix 3 gesagt, und zwar aus 2 Gründen, habe ich ja letztens schon gesagt. Einmal finde ich die Matrix-Trilogie komplett underrated, weil viele immer nur sagen, ja, der erste, 2 und 3 ist so ein bisschen, ne, nix. Der dritte Teil ist für mich aus Action-Sicht der krasseste von allen drei, weil habe ich dir schon erzählt, da in diesen Kampfrobotern, so da in der Bastion im Erdkern oder was, das war schon. Fallen mir schon wieder ein, Pacific Rim fällt mir ein, der wird hier nicht genannt, aber Pacific Rim 1 ist ja wirklich so. Gefällt dir der gut, oder? Er ist unfassbar, Mann. Die Idee ist krass, ne? Also da gibt es irgendeine Erdspalte, da kommen die mega Viecher raus und du musst irgendwas entwickeln, technologisch, um dagegen zu halten. Und was machen wir? Wir bauen einen 7 Meter 1000 hoch Roboter. Um die Kaijus zu vernichten, Alter. Super geil. Ja. Ich weiß, und vor allem unter Wasser kämpfen, ne? Ich saß mit drei Dudes im Kino und wir wussten gar nicht so genau, worauf man sich so einlässt. Ich glaube, man hat mal einen Trailer gesehen. Ja, aber der hat nichts verraten, der Trailer. Am Anfang kommt ja dieser erste Roboter raus, Alter, und du denkst einfach nur, what the fuck, Alter. Terminator. Wie unfassbar geil sieht das aus. Wie unfassbar. Also, da war die CGI so on fleek, dass der seiner Zeit fast voraus war. Wobei der zweite war echt behindert. Nicht behindert, aber nicht so gut. Aber solche Sachen fallen mir auch ein, die sind eigentlich gar nicht drin. Aber okay, kommen wir zur Nummer 1. Bin ich jetzt dran mit der Nummer 1? Ja, theoretisch schon, weil 2 haben wir ja gleich und 1 dürfen wir jetzt auch belegen. Wäre jetzt peinlich, wenn wir die auch gleich haben. Ich glaube nicht. Doch. Ich muss tatsächlich Dune auf 1 packen. Jetzt den 9 oder den alten? Den 9. Ja, du hast den schon gesehen, ich nicht. Den kann ich noch. Ich muss den leider da drauf packen. Es ist. Das ist so also, gelungen, was? Junge, es ist 2,5 Stunden lang. Es ist ja nur Part 1, ne? Part 2 kommt noch und das wird noch viel noch epischer krass, werden. Aber was die hier audiovisuell abgeliefert haben, ist für mich das allerkrasseste Sci-Fi. Auch natürlich viel Action, also ab einem gewissen Punkt auch relativ viel Action. Es wird auch viel aufgebaut, die Geschichte erklärt und so. Du siehst, das ist quasi ein 2,5-stündiger Prolog mit schon einzelnen Szenen und auch schon Erklärungen und so und auch gut Action, ja. Deswegen volle Pulle Sci-Fi-Action stimmt hier sehr. Aber ich hatte den im Kino gesehen und mich schon in den ersten 3 Szenen gedacht, das ist was Geiles, habe ich noch nie gesehen. Also einfach nur, ohne zu wissen, was das ist, ich kenne noch nicht mal den alten. Krass. Ohne zu wissen, nein, was das ist, habe ich nicht gesehen. Dass ich einfach nur sein kann, was du da bildlich siehst, ne? Was da geliefert wird.
Junge. Endgegner-Level? Also wirklich aktuell Endgegner-Level? Endgegner-Level 5000 für mich. Da also muss man 5000. Überlegen, wir reden von einem Wüstenplanet. Also wir reden jetzt nicht hier von der krassen Future-City-Stadt, sondern... Nee, das ist aber einfach nur wie die... Also ich kann es dir nicht... Das muss man. Gibt es auch noch diese großen Würmer, die machen auch noch damit? Ja, die sind auch... Die haben die irgendwie domestiziert und die kämpfen mit und so, ne? Nee. Ne? Die sind einfach so da? Das weiß man noch nicht. Ach so. Weiß man noch nicht. Das ist Part 1, da wird noch vieles erklärt. Okay. Oh, offen gelassen, meinst du? Offen gelassen, ja. Beziehungsweise, jein. In der allerletzten Szene sieht man das quasi, wenn ich das jetzt verraten darf, dass einer dieser Wüstenbewohner ein so ein Viech quasi am Riden ist wie ein Pferd, nur halt mehr oder weniger richtig. Ich hab einfach Würmer. Genau. Das, der Laden wird bestimmt dort richtig durch die Decke gehen. Aber nichtsdestotrotz, ich sag's dir, ich sehe Harry und Lloyd schon da jetzt Stand aufmachen, ey. Also, kann man sagen, ist Interstellar ein Sci-Fi-Action-Film? Eigentlich nicht, auch wenn da ein bisschen Action drin ist, aber kein richtiger Action-Film. Ist kein Action-Film. Ich glaube, das ist so ein Sci-Fi-Drama. Thriller, irgendwas so, deswegen solche Filme. Da, das hat mich auch gefühlt. Blade Runner 2049 aus derselben Feder wie Dune, also ist ja auch von Villeneuve. Ist auch geiler Name, ne? Villeneuve. Villeneuve, ja, wieder. Klingt wie so eine französische Edelklamottenmarke. Oder wie ein Rennfahrer. Ich trage Villeneuve. Ne, das war Verstappen. Ne, der hieß auch, Villeneuve. Ehrlich, hieß auch Villeneuve? Ja, Jacques Villeneuve. Aber, Nicht zu verwechseln mit Takagi. District 9 fand ich auch nice. Nee. Elysium fand ich auch nice. Auch alles nice Filme, alles aber nice dieser, Watch. Ich sage dir, wenn du Dune guckst irgendwann, vielleicht gucken wir den einfach auch demnächst, wenn du nochmal Zeit hast, ein bisschen länger abends. Vielleicht. Also, vielleicht. Können wir uns den hier nochmal geben. Schau, Alter. Also wirklich, ich sage dir wirklich, Audi. Da muss der Film aber auch liefern, wenn du den jetzt so hoch anpreist, ne? Ja. Wie gesagt, Moment. Das Einzige, was ich, bevor ich jetzt ein bisschen warnen möchte, ist, dass es ein Prolog ist, wo die Charaktere auch viel erklärt werden. Also in den zweieinhalb Stunden. Es wird nicht zweieinhalb Stunden geballert. Ne, ist klar. Es wird viel erklärt und so, aber auch Hierarchien und große Familien verbunden. Wie ist das gekommen? Wer kämpft gegen wen? Wie ist dieses ganze Universum? Imperator hier, Imperator da. Also viele, viele einfach Erklärungen, aber einfach, wie der sich das aus dem Kopf, wie der sich das dargestellt hat und so, ist unfassbar. Also wirklich, sieht unfassbar aus. Allein deswegen, plus die Action ist halt doch, wenn sie da ist und fliegt, Jason Momoa ist wieder am Start, kannst du ausrechnen, wenn du dem zwei Schwerter gibst, dass der ganz gut abgehen kann. Be my guest. Und ja, also freu dich darauf, den zu sehen, weil der wird dir, glaube ich, auch sehr, sehr gefallen. Bei mir steht auf 1 ein Film, den du schon aussortiert hast, direkt am Anfang, nämlich Predator. Hä? Ich hatte den letzte Woche genannt, da war der noch nicht mal bei dir drin. Ja, weil wir Action hatten. Das ist doch ein Actionfilm. Nein, wir haben gesagt, bei Predator, das hatten wir gesagt, ist Sci-Fi-Action, weil ein Alien drin vorkommt. Deswegen hatte ich den nicht in meiner Top 3 Action-Filmliste drin. Aber du hast den auch per se ganz verneint. Also, das können wir ja nachgucken, weil wir haben es ja schließlich. Ehrlich? Ja, du hast den komplett von. Meinst du, Predator ist bei dir gar nicht drin, hast du gesagt? Ja, meine Actionliste. Ja, aber okay, Sci-Fi-Action ist ja trotzdem auch mehr Action, nur hat das ein Alien dabei ist. Also, es geht ja schon mehr so um die Action. Wir haben ja letzte Woche direkt ausgeklammert. Wir müssen zurückspulen. Ja, wirklich, weil du hast ihn wirklich also komplett ausgeklammert. Bist du sicher? Ja. Oh Gott, ich widerspreche mich im In-N-Out-Podcast selber. Das erste Mal, ja. Das ist traurig. Das erste Mal, ja. Also ich habe, ja. Bist du 100% sicher? Ich bin 100% sicher. Ich meine, wir hätten nur... Weil wir hatten, ich hatte das nämlich gesagt, als auf Platz 3 für mich, und dann hast du gar nicht mit dem Argument, bist du gar nicht mit dem Argument gekommen, ja, das ist ja kein Actionfilm, sondern ein Sci-Fi-Actionfilm, sondern du hast den kategorisch ausgeschlossen und dann haben wir noch ein bisschen weiter darüber geredet. Ja, wir haben ausgeschlossen, weil es kein reiner Actionfilm ist. Nein, aber nicht deswegen. Du hast einfach gesagt, der Film an sich wäre nicht in deiner Top. Krass. Aber also in dem Fall werden wir privat fact-checken, nicht für euch. Oder das vielleicht, falls ich falsch liege, werde ich das natürlich richtig stellen. Aber ich gebe dir natürlich recht. Da will ich mich, wenn jetzt lieber korrigieren, weil ich habe auch noch gesagt, das ist die Mutter aller. Es gibt zwei Gründe. Einmal habe ich den in einem Alter gesehen, also deutlich bevor ich ihn hätte sehen dürfen, locker über 10, ja, gut, 20. Das war früher ja bei uns allen irgendwie. Ja, 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 so. Aber ich habe Rambo mit 10 gesehen. Aber auch schon in einem Director's Cut-Format, also da, wo du wirklich alles siehst, also auch hier Haut runter und so. Das wurde ja früher auf Kabel 1 immer gerne mal geschnitten. Nee, als ich klein war, war das auf RTL nämlich noch alles drin. Und ist dann haben so? Die irgendwann angefangen bei mir mit nicht, Zensuren. Da war es schon ein paar Jahre 93 später. Oder so war das. Kann sein, ja. Auf jeden Fall einmal das und ist einer der wenigen Filme, den ich tatsächlich als 3D-Format habe, weil ich mir damals so einen 3D-Fernseher gekauft habe mit Brille. Naja, ja, aber das ist nicht so geil, finde ich. Das, ja, bin ich bei dir. Die hatte auch so eine 3D-Funktion, aber der Film in 3D war echt geglückt. Also du hattest echt das Gefühl, so, das war nicht so... Mit einem Dschungel drin dabei, oder? Ja, gut, also wirklich so einen Dschungel eintauchen kannst du nicht, aber es war nicht so... Sonst bin ich eigentlich kein 3D-Fan, auch wenn 3D-Kino gab es ja auch mal so eine Phase, konntest reingehen und ne, Film fand ich immer scheiße. Aber da im Home-Kino war das solide gemacht. Das war nicht so prominent,
aber es war subtil entspannt anzugucken. Weil sonst diese 3D-Effekte, wo dann irgendwie so ein Dino nachschnappt, finde ich irgendwie nicht geil. Nee, das ist behindert. Das und ist vor allem, wenn es auch nur darauf gemacht ist, dass jede einzelne Kampfszene in der Mitte stattfindet, damit sie dir eine Axt in deine Richtung werfen können, damit der Dino in deine Richtung beißt oder damit die Kugel in deine Richtung fliegt, so ein bisschen. Wir sollten ihn ist auf jeden Fall in einem von unseren beiden Top 3 mitnehmen, weil ich glaube, den Film, ich weiß nicht, wie oft man den gesehen hat. Deswegen war ich ja letztens auch so überrascht, dass du gesagt hast, so, naja, der kommt gar nicht in Frage. Sagst du, wieso nicht, Alter? Du so, nee. Okay, guck ich auf jeden Fall heute noch nach. Keine Sorge, wenn ich dann abends im Bett liege, dann werde ich das kurz screen recorden und dir schicken. Da ist es. Geil. Naja. Egal, wichtig ist, dass er drin ist. Viel gesehen, super geiler Film. Arnie in seiner Pumper Prime. Also so viel Oberarm hat er selten in einem Dylan, you son of a bitch. Ja. Weißt du? Ja, aber auch geile Schauspieler da, ne? Also viel, zumindest ist so was so für die 90er zu bieten hatte. Ja, klar. Trash-mäßig. War schon gut. Gefällt mir auch. Hätte ich, wie gesagt, eigentlich letzte Woche schon reingepackt. Kill it. Genau. Genauestens. War grundsätzlich auch immer, neben der Zerstörung des Mutterschiffes bei Independence Day die beste Szene, um deinen Bass und überhaupt deine gesamte Surround-Anlage zu testen, wo die den ganzen Wald halt wirklich komplett in alle Einzelteile zerschießen. Das ist wirklich immer Referenzmaterial gewesen, weil die Tonspur, so gut oder schlecht das Bild auch in verschiedenen Editionen all around the world war, ich glaube, ich habe auch mittlerweile 4 Stück oder so, Sound war immer sehr gut bei dem Film. Okay. Sehr, sehr gut. Das Gute ist... Also, O-Ton-Sound. Ja. Deutsche war so... Beim letzten Mal, also sind zwei meiner Lieblings-Action-Darsteller der 90er mit drin. Beim letzten Mal bei den reinen Action-Filmen hatten wir Sylvester Stallone in Rambo und diesmal haben wir Arnie halt in Ding. Jetzt richtig, dass wir irgendwo drin. Also die drei, also ich will noch Van Damme mit dazu zählen, ganz ehrlich. Ja, aber hat der einen Sci-Fi-Action-Film gemacht? Klar, Time Cop. Ja. Und der war gut. Ja, nee. War nicht schlecht. Nee, der war nicht überragend. Also war jetzt nicht so wie Double Impact oder Bloodsport oder Harte Ziele. Universal Soldiers ist das nicht auch? Ja, aber klar. Ist das nicht auch so ein Sci-Fi-Action? Ja, total. Ja. Total. Siehst du? War gar nicht so schlimm. Was heißt Sci-Fi? Es sind keine Aliens oder so. Aber ja, aber es ist schon Technologie. So, also für mich Sci-Fi alles, was so ein bisschen Technologie oder out of übermenschlich, irgendwas. Touch hat. Genau. So. Muss jetzt nicht Kreaturen sein, kann auch ein bisschen so. Okay. Futurama. Sollen wir Wrap-Up machen für heute? Frühstück hätte ich jetzt gern. Du kannst Trauben haben. Hast du einen Kürbis geschnitzt? Nein, wenn die Folge rauskommt, heute ist ja ein Tag nach Kürbiszeit. Ja, also noch nicht, aber heute sind wir tatsächlich mit vielen Leuten von Noahs Fußballverein verabredet. Und ihr macht richtig... Die machen richtig krasse Salat, die drehen durch. Also mal richtig... Richtig alle dickes Messer und dann... Voll viel mit Essen bestellt und so in so einer großen Halle, weil einer von den Fußballjungs, der ist halt so ganz krass, der ist Holländer und der ist ganz krass in so einem Blumenbusiness drin. Und der kann direkt mal das Feld besorgen, oder? Hier vorne am Großmarkt, wo der seine Fläche hat, irgendwie kommt man dann quasi rein und dann ist das ein bisschen beheizt und dann haben die Pizza, Getränke, alles. Also vielleicht komme ich auch. Es ist wie so eine Art kleine Halloween-Party, die... Ja. Und, ich habe schon Kürbis gemacht, Alter. Jedes Jahr mache ich einen. Achso, ich habe noch nie einen. Die ersten Jahre. Ist eigentlich nicht so meine Abteilung, weil ich so der Bastel-Typ bin. Ja, also Halloween. Aber Halloween ist ja mittlerweile größer als alle anderen Sachen. Riesengroß, ja. Also nicht meine Martin Abteilung. Sonst irgendwas, ja. Also Halloween an sich ist nicht meine Abteilung. Klar, wenn Kinder anstellen und die wollen was Süßigkeiten, können sie natürlich gerne was haben. Da gibt genug Scheiße, den wir in Schubladen liegen haben, der kurz vor dem MHD-Ablauf ist, den die gerne in ihre Tüte kriegen. MHD. Mindesthaltbarkeitsdatum. MHD. Ja. Okay. Und ich habe vor 3 Jahren habe ich meinen ersten gemacht, der waren relativ klein. Weil wir müssen aufhören, das Ding überhitzt langsam. Ja, wir hören das gleich auf. Lass mich doch mal eine Geschichte zu Ende erzählen. Okay, kann sein, dass es nicht mehr drauf ist. Ehrenlos. Wir sagen jetzt schon mal Tschüss, aber wir haben nochmal ein Add-on. Max? Genau, welches? Jetzt habe ich mir auch so ein Konzept gemacht, das wollte ich erzählen. Weiß nicht, mit meinen Kürbissen. Ja. Scheiß drauf, wir machen feiern. Die Kürbisgeschichte gibt es nächstes Mal zusammen mit dem Barbara Streusel der Woche. Nee, bleibt gerade, Jungs. Nein, ich will keine Woche meine Geschichte erzählen. Komm mal rausgehen. Komm, erzähl mal jetzt. Komm. Hey. Licht über Taschen. Jo, wir sind raus. In and Out Podcast. Das Format für alles. Tschüss. Peace. Ihr Kleinen. Ah, Würmer. Ich hab Würmer. Komm mal. Das war gar nicht das Überhitzungssymbol.